Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Auf ein neues, würde ich sagen, hier in unserem neuen Quest. Welch süße Sorge. Das haben wir ja schon das letzte Mal probiert und ich habe leider kläglich versagen müssen, weil ich keine Getränke bei mir hatte. Das ist jetzt etwas anderes, denn ich habe fleißig nochmal nachgespielt ab dem letzten Punkt. Deswegen meditiert Frau Madame jetzt hier auch gerade. Und wir haben einige neue Tränke in unserem Inventar. Ich habe meine Ausrüstung wieder aufgemotzt. Nur mal so für euch, ich benutze gerade diesen Bogen hier, Kuss der Natur, hat 145 Schaden, 72 Körperschaden oder wie auch immer man das obere eigentlich, über einen Angriffswert, würde ich sagen. Und ja, ich finde den ziemlich gut, den benutze ich auch im Moment weiterhin. Und primär benutzen wir immer noch meine Chakrams, die ich mir damals selber gebastelt habe, was nicht heißt, dass die anderen nicht auch gut sind. Man kann ja immer auch wechseln, vor allem wenn dann die Rüstung auch immer mal über die Zeit kaputt geht und so. Und bei Rüstung, ja, da benutzen wir halt gerade so eine Edelmannskapuze und so diverse andere Sachen. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich euch mal ein bisschen was gezeigt. Was aber richtig, richtig cool ist, ist, dass ich mich mit den Kampftechniken ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und da seht ihr jetzt, wenn ich jetzt hier unten rechts das Kampfinventar anmache, da sind jetzt neue Fertigkeiten drin und das finde ich mega cool. Ich werde mich da immer noch einarbeiten müssen, weil ich immer noch reflexartig das benutze immer, was ich sonst benutzt habe. Und jetzt sind es halt ganz andere Sachen. Aber ich dachte, ich befasse mich mal damit und finde das super, dass ich das gemacht habe. Denn ich habe leider feststellen müssen, dass ich viel zu lange damit gewartet habe und schon längst hätte verschiedene Techniken benutzen können. Die probieren wir jetzt aber aus. Wir haben keine Zeit Richtig. Zu vergeuden. Wenn wir verhindern, wir müssen uns ja. beeilen. Und das machen wir jetzt. Wir haben keine Zeit ja. zu vergeuden. Wenn wir verhindern... Er ist... Es ist... Ich fürchte, ihr seid so. Der vielen... Ich... Wir müssen uns Los beeilen. Geht's! Also, ich bin echt gespannt, wie es jetzt läuft. Wir haben ja schon gesehen, dass ein paar Kämpfe auf uns warten. Ich hoffe, das halte ich durch. Das Tempo und die Anforderungen. Wir probieren es einfach mal. Ihr besitzt eine gewaltige... Ich überspring das mal. Wir werden Biseran dort finden. Erst wenn Fallen geboren, die Grube ist die Wiege des Witt. Ja, aber Biseran ist kein Biseran. Die Barriere ist stark. Wir müssen uns beeilen. Alles klar. So, wir versuchen die Barrieren zu zerstören. Ja, und erstmal müssen wir mit ihm nochmal kämpfen. So sehen wir uns wieder, Sterbliche. Kann ich tatsächlich hier sein? Stehe ich tatsächlich den Sorgen gegenüber? Ich erinnere mich. Ja. Quatsch nicht so viel. So. So, jetzt brauche ich mal einen Mana-Trank. Davon habe ich leider nicht so viele. Oh. Komm schon, die eine wenigstens mal. So. Ja. Hallo. Ist gar nicht ätzend. Da kommt schon wieder... Wo sind jetzt meine Tränke schon wieder hin? Warum gehen die Tränke... Ich mache immer irgendwas und dann sind die Tränke weg. So. Vielen Dank, dass ich meine Tränke wieder habe. Endlich ist die blöde Linchi weg. Ja, hab's kapiert. So.
Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich noch. Gott sei Dank. Etwas gewöhnungsbedürftig noch mit den neuen Zaubern. Lasst mir noch ein bisschen Zeit, um mich einzukämpfen. Ich meine, das hier sind zum Beispiel unsere neuen Sprengfallen hier. Und wie ihr seht, haben wir jetzt so eine magische Sphäre um uns. Das ist halt jetzt der neue Schutzzauber. Und das war jetzt die eine Barriere. Das ist toll. Ich werde jetzt auch gleich speichern erstmal, weil dann das nicht nochmal machen muss. Bekomme auch ganz viel Kohle. Und wo ist die andere? Waren doch zwei? Okay. So, den nimmst du mal. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Okay, hier merken wir wieder unsere Sphäre. Wo ist sie da oben? Alles klar. Was sagst du? Wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Wir müssen Bizarran aufhalten. Wir müssen uns beeilen. Dann speichere ich einfach mal, weil ich das ja hier jetzt geschafft habe. Kann aber noch mal reingucken. Hier haben wir tolle Dolche oder... Ja, tolle Dolche. So Lala-Dolche eigentlich. Okay. Speichern. So. Ach, schön. Ich find's toll. Ich habe mich halt Ende letzten Partes besser vorbereitet und fühle mich jetzt irgendwie besser als vorher, so ohne Tränke und ohne alles. Ihr wagt es, hierher zu kommen? Eine Sterbliche wagt es, sich im geheiligten Land des Hauses der Sorgen zu zeigen? Ich bin erst seit kurzem tot. Und doch habe ich schon so vieles erfahren, seit er mich wiedererweckt hat. Ihr seid der Grund für all das. Bizarran hat sich bei seinen Plänen auf euch verlassen. Wegen euch ist das Haus tot. Oh nein, Borka! Okay. Das ist scheiße. Okay, komm schon, dich krieg ich hin. Okay, die haben wir und jetzt ihn. Mit vereinten Kräften. Nein, nicht sterben jetzt. Okay. Prima. Lebst du noch? Ja. Wir müssen schnell sein. Ja. Lass uns das doch erstmal hier machen. Das war die zweite Barriere. Also im Moment läuft es ganz gut. Ich habe ein gutes Gefühl eigentlich. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um sie auch. Ob sie das alles so schafft und so. Und wir können ja hier nochmal das Ding mitnehmen. Berührung des Todes. So, wo möchtest du hin? Bei der Barriere, ne? Ich werde jetzt aber nochmal in die Rüstung gucken. Vielleicht können wir direkt was Neues aussuchen. Zum Beispiel das hier. Jawohl. Das ist doch sogar besser, als was wir aufhaben. Das ist doch mal ein Erfolg. War noch irgendwas? Nee, ne? Aber wir speichern wieder. Vorsichtshalber. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Endlich seid ihr gekommen. Ich muss zugeben, ich hatte euch nichts zugetraut, als wir uns das letzte Mal begegneten. Und nun bin ich hier. Mein Meister hat mich hergerufen, um sein Werk zu beschützen. Und ich werde ihm gehorchen.
Ihr mögt mich zuvor besiegt haben, doch das wird euch nicht noch einmal gelingen. Wenn ich euch hier den Kopf nehme, wird mein Meister vielleicht wieder Vertrauen zu mir haben. Wollen wir es herausfinden? Mhm. Ach, Tuata! Ja, coole neue Fertigkeit mal so nebenbei. Stirb jetzt mal. Du Nervensäge. Hier hast du noch mehr Sprengfallen. Das war der. Haben wir alle? Wir müssen schnell sein. Geil. Wir sind so gut. Aber auch erst seit den neuen coolen Fähigkeiten. Übrigens, das Beben mit den Stacheln habe ich gerade auch zum ersten Mal benutzt. Das war jetzt schon echt cool, muss ich sagen. Okay, wieso ist das jetzt schon wieder voll, das Inventar? Haha, Gegenstandsrad. Kannst du das da auch bitte mal mit reinpacken? Oder nicht? Sind die da alle schon drinne? Nö, der war da noch nicht drinne. Okay, dann haben wir den jetzt auch drinne. Moment, dann kann ich ja auch mal ein bisschen hier was nehmen. Zum Beispiel einen Krafttrank. Und so einen Stahlvorhang. Das, ja, komm. Alles wegputzen. Perfekt. Wir finden bestimmt noch mehr Sachen. Erstmal die Barriere. Das, warum wir hier sind. Sie läuft schon mal vor. Macht das. War das alles von euch, Leuten? Okay. Ich finde das aber super. Also diese neuen Zauber und so, das macht jetzt schon was her. Mit dieser Schutzbarriere, die wir haben. Ja, ich hätte es einfach viel, viel eher schon beachten sollen. Aber egal. Wir müssen schnell sein. Ja, ich beeile mich doch schon. So, hier kommt schon der nächste Typ. Primär, was haben wir denn jetzt an neuen Waffen? Ach ja, den Bogen. Da muss ich erstmal ein Sekundär reingehen. Der ist natürlich auch nicht schlecht, so ist nicht, aber unser ist besser, den wir gerade haben. Und ja, der Rest ist jetzt auch erstmal egal. Wieder speichern. So. Und so habt ihr mich endlich erreicht. Ich habe gewartet, Sterbliche. Länger als alle anderen habe ich gewartet. Und nun hat mich Bizaran gegen meinen Willen erweckt, damit ich Teil seiner Pläne werde. Ich wollte ihn aufhalten. Ich bin hinter seinen Plan gekommen und aus dem Haus geflohen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Aber ich hätte dieser Intrige ein Ende machen können. Und dann kamt ihr und habt mich getötet. Und jetzt bin ich seine Marionette. Er kann nicht aufgehalten werden, Sterbliche. Bizaran kann nicht aufgehalten werden. Oh oh, Spinnen. Mal so. Wir machen den Typen mal erstmal platt hier.
Wow, okay. Voll cool. Wir müssen schnell sein. Weise Kapuze. Dass wir nicht alles bekommen. Aber mit unserer magischen Sphäre scheinen wir ziemlich gut geschützt zu sein. Auch wenn unsere Superpower jetzt weg ist. Ach ja, das sollten wir vielleicht auch mal benutzen. Die Sarane stellen. So, jetzt haben wir es. Jetzt bin ich aber gespannt. Wo läufst du denn lang? Achso, hier ist eine Treppe. Okay, da vorne steht er, glaube ich. Dann, ja. Okay, gut, dann speichere ich mal wieder. Obwohl, nochmal wieder reingucken hier. Ja, was wir so bekommen haben. Irgendwas, was besser ist, als was wir jetzt haben. Zum Beispiel hier diese komische Kapuze. Ja, da hätten wir zum Beispiel mehr Mana. Was ist besser? Ach. Ja, egal, lass ich mal so. Und speichere natürlich wieder. Ja, nervig, ich weiß, aber... Sicher, sicher. Ihr habt sämtliche Überreste eurer Vergangenheit vernichtet, die ich heraufbeschwören konnte. Und so ist die Barriere gefallen. Und nun sind wir hier. Denkt ihr, eure Anwesenheit hier könnte meine Zauber verhindern? Die letzten Worte wurden gesprochen. Ihr kommt zu spät, um mich noch aufzuhalten. Macht alles rückgängig, sofort. Bitte, Bisarane, haltet ein. Seid ihr bereit für den Tod? Ich glaube nicht, dass ich ihn überzeugen kann, aber ich versuch's mal. Das kann ich doch nicht. Ihr versteht die Feien nicht, Sterbliche. Was ich tue, hilft dem gesamten Königreich des Winters. Feuer kommen in diese Welt. Ich habe nur ihren flüchtigen Schatten gesehen. Doch er hat genügt, um mich einzuschüchtern, zu verängstigen und Demut zu lehren. Allein die Tuater werden in der Lage sein, diese Herausforderungen zu meistern. Und deshalb müssen sie den Krieg überstehen. Jetzt versteht ihr hoffentlich, warum ich kämpfe. Ich muss kämpfen. Ja. Ja, 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 okay. Hey, lass sie in Ruhe. Kommt sie und hilft mal mit? Nein, 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 nein! Scheiße! Boah!
Das ist ein heftig krasser Kampf, muss ich sagen. Jetzt frage ich mich wieder, ob ich bereit dafür bin. Aber ich werde es natürlich nochmal probieren, mal gucken. Boah, voll die vielen Leanshi-Dinger. Ey, oh. Ihr habt sämtliche Leanshi, überdenkt so ihr eure Leanshi, Anwesenheit ja. Hier? Das kann... War so komisch still. So, was war los jetzt mit ihm gerade eben? Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. So, jetzt zum Beispiel immer dieser gelbe Pfeil. Was soll man da machen? Nein, 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 nicht sterben! Okay, ich sollte nicht so nah an ihn rangehen. Ich sollte echt nicht so nah an ihn rangehen. Aber ihr seht, es ist ein echt heikler Kampf. Ich glaube auch nicht, dass ich das in diesem Part schaffen werde, aber... Ich mache einfach mal, ne? Einfach mal versuchen, versuchen, versuchen. Ihr habt Sinn, denkt ihr eure Anliegen? Ja, nein, warum? Hey, ich habe dich überzeugt das letzte Mal. Hallo. Ja, ist gut, sei nicht so aggro. Schon wieder weggepackt. Ich pack sie. Dort, dort, zack, zack. Sind die blöden Tränke immer weg. Es ist so hohl. Hallo? Warum? Warum? Jetzt wird's peinlich. Jetzt wird's peinlich, weil ich irgendwie am Anfang voll lange durchgehalten habe und jetzt nicht mehr. Das ist... Nein, ich möchte den Schwierigkeitsgrad nicht erhöhen. Ich werde aber an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen und versuche es jetzt direkt im Anschluss im nächsten Part. Und die Zeit müsst ihr mir einfach mal geben. Wir sehen uns. Bis dann.